Das Tierheim in Altentreptow ist Auffangstation für viele Hunde und Katzen aus dem Umkreis. Die Tiere kommen aus schlechter Haltung, wurden ausgesetzt oder sind Streuner von der Straße. Derzeit sind 6 Hunde im Tierheim untergebracht, von denen jedoch 4 nicht vermittelt werden können, da sie als gefährlich eingestuft werden. Dennoch ist die Situation entspannt. Anders sieht es bei den Katzen aus. 40 Samtpfoten befinden sich derzeit im Tierheim. Laut Veterinäramt sind allerdings nur 28 zugelassen. Eine deutliche Überlastung. Ein Grund dafür: zu wenige Katzen sind kastriert. Das sorgt für viel Nachwuchs, welcher zum Großteil im Tierheim landet. Auch für die Katzen selbst sind Kastrationen übrigens von Vorteil. Und ich finde es halt wichtig, wirklich, dass alle Leute, die eine Katze haben, sie kastrieren lassen. Einfach, es ist gesundheitlich besser für die Katze. Natürlich muss man aufpassen, ne, auch wegen der Fütterung. Aber für die Katze bedeutet das auch Tiergesundheit. Das heißt, es gibt weniger Katzenkämpfe. Die Katzen haben nicht so viel Verletzungen. Und gerade wenn sie Freigang haben, auch wegen Virusinfektionen, sollten alle Katzen, die Freigang haben, kastriert werden. Trocken- und Nassfutter, Spielzeug, Tierärzte. Ein Tierheim hat hohe Fixkosten und ist immer auf Hilfe und Unterstützung von außen angewiesen. Das ist in diesem Fall nicht anders. Der Tierschutzverein Altentreptow, welcher das Tierheim betreut, ist dankbar für jede Spende, welche den Vierbeinern zugutekommt. Also wir brauchen immer Katzenstreu, wir brauchen Katzennassfutter, wir brauchen Katzentrockenfutter, Hundenassfutter, Hundetrockenfutter. Damit ist uns immer geholfen, natürlich auch wäre so eine kleine Spende für die Tierarztkosten halt schön, weil wir haben im Schnitt von Tierarztkosten um die 20.000 Euro im Jahr. Informationen zu Spenden und weiteren Hilfen können auf der Internetseite des Vereins abgerufen werden. Unter anderem können dort Interessierte auch ihre Hilfe anbieten und Tierpatenschaften abschließen. Für jene, die überlegen, ein Haustier anzuschaffen, kann der Gang ins Tierheim das Richtige sein. Denn warum nicht einem heimatlosen Tier ein neues Zuhause schenken?